Max, mach dich aus dem Bett. Sorry, nicht gleich angegriffen fühlen. Trink weniger Alkohol. Ah, scheiße. Ein bisschen mehr wahrscheinlich. Oder mehr. Damit es sich entlohnt. Ah, Junge. Wer bringt mir jetzt was zu essen? Ich hab Hunger. Ich hab auch Hunger. Bringt auch keiner was. Naja, ich würde dir was bringen, aber es geht nie. Genau. Ausgehen kann ich. Was sagst du? Ausgehen kann ich. Ja, das stimmt. Aber die Kleine ja nie. Dann hätte ich bestimmt irgendwas mitgebracht. Schon geil. Weil du sagst, du musst warten, hättest du nicht schon auf das Zimmer gehen können, was ihr dann kriegt? Ich hab gar keins. Na, du musst ja aber, ich dachte, du schläfst dort. Ja, aber ich habe ja noch keins. Achso. Hätte man dir also geben können? Oder die haben kein freies. Nee, haben die auch nicht, deswegen müssen die erst einen Platz schaffen. Die haben kein freies und wenn dann wieder welche entlassen werden, bis um 12, da ist Fleisch, dann wird Fleisch eins frei. Das kann auch sein. Also bis um 12 ist ja immer Entlassungszeit. Also ich weiß nicht, wie es bei den Kindern, wie bei Kindern ist, aber bei Erwachsenen zumindest ist es so.
Willst du einen Covid-Test machen oder was? Nee, der ist krank. Dachte du auch? Ja, ein bisschen Schnupfen und so. Hey, ist gut. Ja. Gib mir deine Hand. Nie denken, dass ich Covid habe, aber. Gut. Was gegen die Schmerzen. Alles gut. Ich frag dann nochmal. Wo wurde die operiert? Am Ohr, oder? Am Ohr und im Hals. Die haben da die Mandeln entfernt. Wer das Gesicht einschläft. Arme Kind. Ja, es ist schmerzhaft auf jeden Fall. Ja, so mal die mir vor uns gesagt, ja, das kann sein, dass die nochmal ein bisschen Blut spuckt und so. Naja, solange es sich nicht verschluckt am Blut, was du gestern erzählt hast. Ja. Die waren naja. Fertig auch. Die hat Bambus leider. Ja, bei der läuft richtig. Bambusleitung, leg los. Geht's dir gut? Dann, was? Wie nehmen die Mandeln raus? Wie kommt die da ran? Weiß ich nicht, frag mich nicht. Die hatten. Junge, der ist einfach positiv. Wer? Der hat einfach Covid. Ich raste komplett aus. Dein Freund? Ich hab vorhin noch Witze drüber. Hör doch jetzt mal auf! Ja, aber ich rede doch gerade. Hast du... Über mich auch so lustig gemacht? Das ist alles Karma. Ich hab mich halt einfach vor uns noch drüber lustig gemacht. Ich so, ja, mach mal. Ja, bei mir auch. Bei mir auch und dann war's das. Na, weil ich halt for real gedacht hab, du verarschst mich. Naja, weil sonst würde ich euch verarschen und mich mit Absicht freiwillig aus der Shoppingrunde ausschließen. Max! Hallo! Wie heißt du sie, Mama? Immer noch Yassi. Hi, Yassi. Hallo. Kann ich mal bitte dein Kind sehen? Warte. Die Lia, die wurde operiert. Gucke, die liegt im Bettchen. Lia. Katscht da am Esel rum? Lia. Ist der Esel? Guck mal, die Lia. Die Lia wurde operiert. Das weiß sie, die hat von uns mit zugeguckt. Die war jetzt, ist ja zu Hause. Ist Lia sein ihr Hasenohr? Okay. Ja, es gibt ja einmal Gaumenmandeln und es gibt die Rachenmandeln. Und bei ihr haben sie die Rachenmandeln komplett entfernt, aber hier irgendwie über die Nase, keine Ahnung. Sind die da rein irgendwie so komisch, keine Ahnung. Und die Gaumenmandeln haben die jetzt verkleinert. Und im rechten Ohr haben die so ein Röhrchen gelegt, was jetzt 6 bis 8 Monate da drin ist, weil die Flüssigkeit im Ohr hat. Warum haben die nicht gleich Bademandeln entfernt? Hä, das wäre doch viel schlauer. Ja, gut. Mama, können wir noch einen dazu holen? Was? Alter Junge. Wir wollen noch wen einen willst dazu noch holen. Nee, wir können jetzt wen willst du noch dazu holen? Hast du mich verarscht? Oh, genau. Nee, dass er dich damit ist doch nicht. Ganz leicht auf und ist. Also, das ist für mich kein positiver Test, weil guck, hier oben ist auch rot angelaufen. Einfach noch einen machen im Zweifelsfall. Ja, mach noch einen. Ja, können wir heute einen kleinen. Aber nicht gleich. Oder. Ja? Halt, for real müssen wir uns das alle schnell. Oh ja. Alle Covid. Ja, hol den Joghurt aus dem Kühlschrank. Ich nehme. Uni zum Glück. Emia muss wahrscheinlich auch noch eine. Gaumende. Echt? Hat die so Probleme? Oh, also meine Kleine, die hat es wirklich richtig böse erwischt gehabt. Also das ist richtig zugeschwollen bei der hinten. Die haben gesagt, das war echt notwendig. Also das war richtig zugeschwollen schon. Alter, ich köpf dich. Kannst du bitte zu dir nach Hause fahren und dort Quarantäne abwarzen? Ich kenne dich nicht, ich habe dich niemals gesehen in meinem Leben. Mann, ich hab keinen Bock. Du hast keinen Bock auf Quarantäne? Nee, jetzt aber ohne. Jetzt aber ohne.
Darf ich mich auch noch PCR testen lassen wegen dem Frischbacken? Hier, machst du den Kühlschrank bitte zu. Nein, das sind Danny seine. Du wolltest einen Joghurt haben. Jetzt hol den Joghurt und gib Frieden. Nee, dann machst du den Kühlschrank zu, da gibt's nichts. Nein, das Alkohol drin ist nicht gut. Ach, das bisschen Alkohol. Das bisschen Alkohol in der Milchschnitte. Im Milchschnitt ist Alkohol drin, in Buenos Alkohol drin. Das haben wir als Kind nur gefressen und wir sind nie harte geworden. Stell dir mal vor, da wärst du ja klein Fenster. Da wär ich als Kind Alkoholiker gewesen, schon durch die Milchschnitte, die ich gegessen habe. Hm. Ey, mich nervt das so hart mit meinen AirPods, ne? Mich nervt das immer. Dafür bin ich heute. Hey, nee, was ist mit AirPods passiert? Na, ich war mit Max unterwegs und ich hatte an dem Tag richtig starke Kopfschmerzen und ich weiß nicht warum, ich habe nichts gecheckt, nichts gepeilt und ich weiß nicht warum. Ich wollte zur Sparkasse gehen, Geld holen und habe meine AirPods mit. Das sind Danny seine. Hat sie in der Sparkasse wahrscheinlich liegen lassen, die AirPods? Ja, natürlich, der nächste hat sich gefreut darüber. Na, die kannst du doch. Und ich habe am Samstag im Vollsuff meine Vape verloren. Also so weg, einfach mal schön. Ja, die hätte ich an dem Tag schon orten müssen und ich habe das 2 Tage später gemacht. Und logisch, wenn die neu verbunden sind, dann sind sie weg. Wie der Danny, dass ich meine AirPods gesneakt hat, die neu verbunden hat und ich mich die ganze Zeit gewundert habe, wo die AirPods sind. Ich habe auch mal schlecht gewesen, aber die hat auf dem linken Ohr hat die schlecht gehört. Da waren wir auf dem Weinfest in Weinböhler, Meißen. Wirklich? Und ich war so betrunken und bekifft. Ich habe einfach meine AirPods verloren. Hast du wiedergefunden? Nö, ich habe ja da neue gehabt. Aber die hat jetzt nicht der Danny dann gesneakt, aber die gehen ja auf einer Seite, die waren halt irgendwann leiser auf einer Seite. Mhm. Wenn du halt permanent übelst laut Musik hörst. Naja, ich meine, die sind auch kaputt, bei mir geht ja, mir geht noch ein Stecker. Das sind 2 kleine Fruchtzwerge, das... Ja, ich guck gleich mal, ob die offen haben. Hast du viel gegessen? Ich hab gerade mal 2 Joghurts gegessen. Ja, Straße hat bis 19 Uhr offen. Tut dir was weh? Sehr schön. Tut dir weh, dein Hals? Ich muss mich ja zum Glück nur anziehen. Ja, dann geht's mal bitte. Oder bis 18 Uhr, aber das würdet ihr auch noch schaffen. Wenn du jetzt einen Finger aus dem Arsch nimmst. Na, hä, wieso? Wir müssen uns doch nur anziehen. Schuhe naja. Und Jacke. Naja, da geht's dann. Ich glaube, bis 19 Uhr oder bis 18 Uhr haben die auf jeden Fall. Bock, hätte gar keinen Bock. Joining. Und weg. Aber ich musste mich hier ja auch zusätzlich trotzdem, obwohl ich geimpft bin, musste ich mich fürs Krankenhaus trotzdem testen nochmal. Na, wenn die 2G Plus machen? Wahrscheinlich, ne? Ne, bei ihr ist es stationär gewesen. Also haben wir es stationär machen müssen. Ich kann mir immer noch nie vorstellen, dass es voller Eiter ist und da ihr Druck drauf ist. Es ist nicht, wenn wir sagen. Mir tut das schon weh, wenn ich beim Duschen Wasser ins Ohr kriege. Echt? Das drückt schon und tut übelst weh. Hm. Da muss ich dann so lange auf dem Ohr rumdrücken, bis das raus ist. Naja, jetzt hat es ja... Jetzt gehe ich kaputt. Ja, also das ist schon für mich eine Qual. Hm. Wann fängst du? Bitte? 9:30 fängst du wieder an, oder? Ja. Wegen morgen, wie denkst du, wie könnte man es machen? Na, ich denke Nachmittag. Weil morgen früh werden mich die Betreuer abholen wahrscheinlich. Also sie haben gesagt, die finden es auch besser, wenn wir im Auto abgeholt werden. Deswegen soll ich mich morgen früh nochmal in der WG melden. Und ich hätte es auch gemacht, aber das ist halt eine scheiß Zeit im Neuen. Schläfst du? Ich muss schlafen, weil ich weiß, wie kaputt ich heute früh war. Ich habe gar kein Bier mehr getrunken zu Hause, das ist eigentlich ungewöhnlich. Meistens will ich mir da eins reinladen. Hm. Gar nicht gemacht, weil der immer nur tot war. Nee, da muss ich dem morgen früh Bescheid sagen. Ich sage, hier, ich könnte um 9:15 abgeholt werden. Und ich das gestern so mit der, also heute mit der Betreuerin so geklärt habe.
Durftest du dir das aussuchen, ob du stationär oder ambulant? Nee, durfte ich nicht. Die haben von sich aus gesagt, dass es stationär gemacht werden soll. Ist, glaube ich, auch besser, weil wenn was ist, dann bist du wenigstens gleich noch dort. Natürlich, natürlich. Da ist wenigstens noch mal eine Nacht zur Beobachtung. Weil keiner hat von euch ein Auto, wenn dann in der WG was passiert. Ja, dann haben die klar, du kannst einen Krankenwagen rufen, aber trotzdem. Ist man Notarzt, ne? So ist gleich einer vor Ort, ist schon besser. Willst du dich mal ein bisschen hinsetzen, Schnecke? Schnecke, willst du dich mal hinsetzen? Nee. Will sie nicht. Nein, ich denke vielleicht 14 Uhr wäre eine angenehme Zeit, oder? Wie die Wanni sich jetzt testen. Ich gehe kaputt. Denkst du, die hat's? Weiß ich nicht, aber die hat sie erst gehabt. Ja, kann sein, weil sie noch so jung ist, wie sie erst wäre. Was sagst du dazu? 14 Uhr, ist das eine angenehme Zeit? 14.30 Uhr quasi. Wieso 14.30 Uhr? Ja, weil ich nie jedes Mal einfach 14 Uhr rausgehen darf. Eigentlich ist offiziell Besuchszeit erst 15 Uhr und dann habe ich auch erst 15 Uhr raus. Ach so, das wusste ich nie. Deswegen komm einfach 14.30 Uhr, das ist okay. Dann machen wir 14.30 Uhr draus. Ja, 14.30 Uhr ist okay. Damit können die dann auch leben. Und ich meine, ich mache ein paar Ausnahmen, weil ich halte mich ja an alles. Brauche ich nie, oder? Nee. Wenn wir rausgehen, nö. Ich würde rausgehen, weil es sollen 18 Grad wurden werden, ja, also und dann ist wieder wie heute. Dann bin ich sowieso nicht drinne. Können wir mit der Athleten auf den Spielplatz gehen oder so? Ja. Und dann ein bisschen spazieren oder so, wie sie sich halt fühlt, müssen wir mal gucken. Aber ich will die Woche nochmal mit Auto fahren. Können wir machen. Aber gute Besserung. Donnerstag habe ich frei, können wir machen. Ja, danke schön. Ist gut, Schnecke. Morgen ist Mittwoch. Ja, Donnerstag habe ich frei. Können wir am Donnerstag das auch machen, wenn du willst? Oder meinetwegen auch morgen, mir ist egal. Aber wenn es morgen schönes Wetter wird. Ja, eben. Aber Donnerstag soll auch schönes Wetter werden. Also soll die ganzen Tage jetzt schön sein. Na, dann ist hin wie her. Mir ist egal, aber wo willst du hinfahren? Das ist ja jetzt die Frage. Oh Mann, die tut mir so leid. Mir auch. Guck mal, hast du heute Abend eine schicke Pepperlampe noch? Warte. Sind hier jetzt deine Taschentücher hin? Ach, Junge. Ich will mich alleine hinsetzen. Oh nee, aber dann muss ich dich hoch ins Bett reinsetzen, glaube ich. Aber du gehst gleich wieder hoch ins Bett, okay? Dass dir hier unten was passiert. Ja, einfach ein bisschen gut haben. Das ist nicht so schön. Das arme kleine Maus. Ja. Naja. Wird wieder. Mama, deck dich zu, damit du hier nicht so nackt schrumpfst. Wenn du wieder hoch ins Bett willst, sag's Bescheid, ja? Da blutet das Mutterherz. Oh ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, du kannst dem Kind nie helfen, so. Also nie wirklich so. Ja, deine Nase, das blutet. Nur ein bisschen. Das ist aber normal. Als Emilia bei der OP war und Narkose versetzt wurde, musste ich auch erstmal weinen. Immer hatten wir letztens auch erst Gefühle mit dir. Ja. Halt. Wirklich schwierig, so wenn es das eigene Kind ist, schon hart. Du hoch ins Bett wieder? Was trinken? Guck mal, wenn du morgen besser kauen kannst, dann kannst du morgen eine haben. Nee. Dann später? Aber du musst erst ordentlich den Kriegsbrei essen. Und dann müssen wir die ganz klein machen, ja? So ganz, ganz klein.
Ja, das mache ich schon die ganze Zeit. Also die guckt die ganze Zeit schon Film und kuschelt mit mir und schläft. Nein, willst du keinen Film gucken? Ich will in mein Bett. Du willst jetzt bei der Mama im Bett bleiben? Aber heute Abend schlafen musst du in deinem Bett. Die Mama ist doch da. Ich halte heute Abend wieder deine Hand, okay? Dann kannst du wieder gut einschlafen. Oder halt's dolle weh? Ja. Wollen wir am Donnerstag mit dem Onkel Max Auto fahren? Das hört man mal an. Wo willst du hinfahren, aber? Ich nicht. Nach Amsterdam. Ist tatsächlich mal ein Ziel gewesen von mir, aber wollt ihr mal keiner mit? Ja, dann komm, wir fahren nach Amsterdam. Alleine fahren macht wenig Sinn. Ja, dann komm, wir fahren nach Amsterdam. Ja, aber nicht für einen Tag. Warum nicht? Muss man sich schon mal ein Wochenende Zeit nehmen oder so dafür? Oder wir fahren nach Paris. Na, auch das war tatsächlich, habe ich mich letztes Mal mit Felix unterhalten. Ich mache so einen Wochenendtrip nach Paris. Das der Liebe. Ich will halt gefühlt überall hin, aber will immer keiner mit. Ich hätte richtig Bock auf so eine richtig kleine Weltreise. So. Aber fehlt das nötige Taschengeld? Na, fehlt aber auch jemand, der mitkommt. Ich würde auch nicht alleine fahren. Ich würde das auch sofort machen, wenn ich genug Geld hätte. Mhm. Aber das halt schon. In Lotto spielen. Das ist schon kostspielig halt, ne? In Lotto spielen. Darf man halt nicht vergessen. Du willst ja nicht, wo ist, dass du da hinreist. Du willst ja dann nur was erleben. Warte kurz. Wir machen ein Leben. Ich hätte nämlich schon übrig, weil wir haben ganz bei Lassen gehabt und haben was. Gibt es bei Ihnen irgendwelche Einschränkungen? Die meisten wollen einfach nur dieses Foto mit dem Eiffelturm machen. Danach gehen die wieder freiwillig. Vor allem, wenn die noch so klein sind, Max, packt die Frau ein, wenn die Kleine wieder fit ist, dann los. Ach, siehst du? Ja, packe ich einfach alles ein. Und für die Lia in Griesbrett? Ja. Mit Zimt und Zucker? Wie ein kleines Grießbrett? Und ein Apfelmus dazu? Oder ein Joghurt, eine Monsterbacke? Eine Monsterbacke? Ja. Okay. Naja, die blutet ab und zu, aber das ist auch die Ärztin. Also, wir machen dann wohl nachher mal ein Spiel. Könnte sie vielleicht auch was vielleicht für die Schmerzen bekommen, weil ich sage die ganze Zeit, ja, halt Schmerzen. Genau. Das würde ich ihr das jetzt gleich geben. Das wäre nämlich halt gar nichts für mich. Also, mich reizt es nicht so. Ich brauche das nicht unbedingt. Ja, ist sie bitte frei? Okay. Was? Ja. Siehst du, Hase, bist Bescheid. Was? Du musst mit mir dahin fahren. Würde ich machen, wäre gar kein Thema. Jetzt kriegst du dein leckeres Essen. Ja, für Kinder ist Disneyland bestimmt schön, aber mich persönlich würde es nie reizen. Willst du in Mamas Bett essen oder in dein Bett? In deinem Bett. Ach, hier ist. Was ist das? Wir könnten statt nach Paris auch einfach nach Brodus fahren. Wir könnten statt nach Paris auch einfach nach Brodus fahren. Ja. Brodus soll auch schön sein. Fahren nach Brodus. Genau. Ich hatte gestern tatsächlich mal Glück, ich habe für 2,14 Euro getankt. Oh. Was sonst 2,24 Euro kosten würde. Also ich habe da, weil ich mich kurz mal gefreut. Immerhin, es geht dem Ende zu. Brodus kann man schon immer. Heute waren die. Vergleichen. Heute war es 2,11 Euro. Das kriegst du nicht. Also, das fällt langsam wieder, aber. Wenn es 1,50 kosten würde, wäre es für mich trotzdem noch angenehmer. Oder 1,60 maximal vielleicht. Das ist säurehaltig. Ja.
Also mal schauen, ne? Ob man das einrichten kann. Ach, die arme Kleine. Hör mal bitte auf jetzt. Dann gehst du ins Bett hoch. Ich will dich da nicht. Dann gehst du ins Bett hoch. Bitte auf, nicht weg. Lia, du kannst nie alles haben. Das geht jetzt nicht. Du kannst nicht alles jetzt haben. Warte, ich gucke mal. Nee, das ist säurehaltig. Soll ich deinen Tee hier reinmachen? Soll ich das ausdrehen und deinen Tee reinmachen? Okay, keine Ahnung, ja. Kann sein. Dann kann ich dir nicht helfen. Wollen wir ganz lieb? Ja. Jetzt geht's los. Guck mal. Dann mach keine Ruhe, okay? Dann lässt du das mit dem Armbrot erstmal weg. Ja? Du machst immer durch die Nase einatmen und dann auch immer wieder ausatmen. Quasi, wir schreiben, ja. Bitte? Wir schreiben. Ja. Wenn man schon ja, Schnelltest positiv war. Dubstep war ich ja Tester im Testzentrum mit PCR-Test. Und ja. Hab gestern mein Ergebnis bekommen. Naja, ich sage halt, du hast dann meistens. Also, ich habe mein Ergebnis am nächsten Tag gleich früh gehabt. Den einen Tag sogar habe ich es am selben Tag abends noch bekommen. Ja, am Montag war der Test und hatte sein Ergebnis. In der Nacht auf Dienstag, halb zwei. Hm. Manchmal geht das schnell, aber manchmal wartest du halt auch. Ja. Mein WLAN ist gerade kacke. Ja, wenn du draußen bist, ne? Ich bin einfach so langweilig. Ich bin nicht langweilig. Nein? Ich bin so langweilig. Ja. Wie viel Zeit hab ich noch? Ja, dann sehen wir uns wenigstens so, ne? Jo, naja. In anderthalb Stunden muss ich mich quatschen. Und dann? Dann treffe ich mich mit der Yassi.
Okay. Weil, ja, bevor ich gar nichts mache, in meiner Zeit heute, in meiner Freizeit. Kannst du weiter mehr kommen? Nee. da ist die Frau wieder böse auf mich, wenn ich jetzt sage, ich komme nicht vorbei. Ja, alles gut. War ja bis Spaß. Und wir waren jetzt schon 2 Tage nie live. Ich war jetzt 2 Tage nicht live. Na, ich war jetzt schon 2 Tage mit deinem live. Wie kannst du nur? Ich fahr dann wieder Bier. Das ist schon. Was machst du denn heute? Mit der Kleinen zum Kinderarzt und dann mal gucken, wie es ihr geht, entweder draußen irgendwas machen oder drin. Aber draußen wäre natürlich besser, weil das Wetter ist eigentlich ziemlich angenehm. Ja, also übelst mies, Alter. Letzte Woche war das Wetter zwar auch schön, aber nicht so schön wie die Woche. Die Woche muss ich bis Samstag in der Wohnung verbringen. Wenn man in Quarantäne ist oder wenn man Spätschicht hat, ist meistens geiles Wetter. Ja. Ist immer so. Oder wenn ich Frühschicht habe, bis um 12, richtig geiles Wetter. Und dann, wenn ich Frühschicht Feierabend habe, dann ist es richtig Scheißwetter. Mhm. Das Glück habe ich eigentlich immer. Das weiß ich. Das verfolgt mich auch. Also. Na klar. Ja. Trotzdem müssen wir meine Wurst ins Wetter. Ist mir jetzt keine Hunger? Was? Nö. Sie sieht übelst müde aus, also. Also jetzt kann ich wieder ins Bett rein. Machst du jetzt? Hm? Machst du jetzt? Nicht. Küchenrolle fällt, achso, Nase putzen. Ja, die ist noch ab und zu mal ein bisschen ekelhaft. Wie ist deine Symptomatik? Hast du irgendwas? Na, ich hatte Donnerstag, fing das dann an mit Kopfschmerzen und so. Mhm. Ab und zu mal vielleicht ein bisschen Fieber, aber ich habe kein Fieber gemessen. Ja, dann Husten, Schnupfen und zur Nase. Geht ja noch, also. Ja, na, ich habe dann dieses komische Vic Medi Night genommen. Ich glaube, nach 2 Tagen ging es mir besser. Ja, das nehme ich auch bei jeder Erkältung. Das ist richtig gut, das Zeug. Alter, das ist richtig geil. Und dann kannst du auch übelst geil schlafen, schlafen. Immer nehme ich das, wenn ich krank bin. Ich auch. Kostet zwar ein bisschen mehr, aber ist gut. Dann geht das schon. Naja. Es reicht halt nicht lange, jetzt halt nach 3 Tagen alle. Ja, dann kannst du ja aber die großen Flaschen nachholen, aber es bringt ja auch nichts. Also bei mir hat es immer 2-3 Tage maximal gereicht. Ja, nun, du hast aber auch die großen Flaschen, ich glaube, die gehen 6 Tage oder sowas. Aber die kleinen Flaschen reichen eigentlich schon. Ja, na. Mehr wie 3 Tage brauchst du es eigentlich nie nehmen. Dann bist du eigentlich wieder fit. Ich habe gar nichts genommen diesmal, aber ich hatte auch Gliederschmerzen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen. Mhm. Also das habe ich auch gehabt. Aber da ging es meinem Arbeitskollegen schlimmer. Der hat das volle Programm gehabt. Ja, der Flo alles, der was auch 2 Tage mit Fieber und Husten, Schnupfen. Also... Mhm. Der hat nicht bei dem war es soweit, der hat sogar Halluzinationen geschoben. Also das war richtig krank. Am meisten hat es mich geschaut, dass mein Bier nie geschmeckt hat. Ich konnte 5 Tage kein Bier trinken, weil es nie geschmeckt hat. Der hat gestern warmes Bier gesoffen.
Nee, es hat nie geschmeckt. Die ersten 5 bis 7 Tage habe ich kaum Bier getrunken. Das Ähnliche. Ja, ich glaube, aber also so richtig riechen tue ich auch nichts. Also das ist übelst dumm. Ich stand gestern und vorgestern bei der Mutti an ihrem Pumpstrauß, den ich zum Geburtstag gekriegt habe. Ist halt. Und habe da übelst dran gerochen und sowas. Ich riech nichts. Ja. Wer hat denn das? Ja, der Kloser am Wochenende. Das Katzenklo stinkt. Ich so, das kann nicht stinken. Ich habe das erst neu gemacht. Ja, aber es riecht übelst nach Katze und sowas. Und ich so, hä? Ich riech nichts. Überhaupt nichts. Mhm. Ja, weiß. Also doch manchmal schon. Du so komisch. Ich? Ich glaube, ich werde dann einfach zurück. Heute ist Mittwoch, ne? Was? Heute ist Mittwoch, ne? Ja. Drei Tage, dann kann ich mich freitesten. Nö, aber mach nie den Fehler und geh ins Testzentrum. Ja. Mach das nie, weil ich habe das auch gemacht, am 7. Tag ins Testzentrum gegangen und ich war noch positiv. Das heißt, ich musste die 10 Tage dann voll machen. Weil du hast bloß einen Versuch. Wenn du bei dem einen Versuch positiv weiterhin bist, darfst du nie am nächsten Tag nochmal gehen, dann musst du die 10 Tage voll machen. Du musst das halt. Musst du zu Hause testen. Sonst kann es passieren, du verkackst und musst dann drin bleiben. Weil da haben wir uns jetzt 2 Wochen mal vorgenommen, mal mit dem Auto rumzufahren und mal bei der Tschechen essen zu gehen. Ja, das kannst du vergessen, Alter. Letztes Wochenende ging nie wegen mir und dieses Wochenende geht nie wegen Flo, weil der Flo ja noch in Quarantäne ist. Na, und das Wochenende darauf geht es da auch bestimmt, oder? Ja, die Woche darauf? Dann. Aber ich hoffe ja, dass ich ja Samstag dich freitesten kann, weil ich ja Sonntag Spiel habe. Stimmt. Langburgersdorf, oder? Ja. Ich habe kurz überlegt, aber es wird zu weit. Die Spritkosten. Ja, ich dachte, das ist mir zu weit. Ich habe kurz überlegt, aber mir ist das zu weit. Aber schön, dass du wenigstens kurz überlegt hast. Wenn ihr gegen Freital spielt, den Freital, dann bin ich dabei. Ja, ne? Na, ich weiß bloß, dass die Rückrunde abgesagt wurde. Naja, nur. Dass nur noch die Hinrunde zu Ende gespielt wird. Wir haben noch mit die meisten Spieler. Wir müssen ja noch gegen Brünn spielen, also gegen den ersten FC Brünn. Dann am Burgersdorf, Freital. Und dann noch Freital wird gut. Im Viertelfinale spielen. Freital wird wild. Ich habe keinen Bock, gegen Freital zu spielen. Ich kenne halt die Mädels, das ist halt wirklich, kann lustig werden. Ja, ohne Lust. Ich möchte das nicht. Tja, so ist das. Ich will das nicht. Kann ich nie ändern. Wir haben ja letztens ein geheimes Spiel mit Grauber gemacht. Wo oh, übelst auf die Fresse gekriegt wieder. Was, ein geheimes Spiel? No. War eigentlich bis dahin noch hieß, dass wir keine Spiele machen dürfen und so weiter und so fort. Und da haben wir gesagt, naja, wir machen ein Spiel ohne Schiri und so weiter und so fort. 22 verloren. Wir warten im Tor bei euch. Ja, werden wohl. Warum frage ich eigentlich? Ich habe den Blankenstein gesehen, hab da. Ja. Ja, Mann. Ich war ja da oben der Abwehr. Das bist du. Bist du nie eigentlich auch Abwehr? Nein.
Also, oder Mittelfeld halt, aber. Ja, Mittelfeld. Ja, defensiv. Mittelfeld. Ja. Aber eher defensives Mittelfeld. Und kannst du ja, wenn du in der Abwehr warst und deswegen habt ihr so hoch verloren, wie ist der Ansatz? Alter, nein. Also doch. So hast du grad, also, so hast es aber gerade formuliert. War an mir geschuldet. Aber wenn ich davor noch nie in der Abwehr gespielt habe, woher soll ich denn wissen, was ich da machen zu tun habe? Das war ja auch wieder unübersichtlich in der ersten Hälfte, weil der eine sagt, ja, du gehst bloß auf die drauf und der andere sagt, nee, du musst doch die mitnehmen und so weiter und so fort. Und dann stehst du da, hä, auf wen soll ich denn jetzt hören, Alter? Einfach alles abräumen, was kommt. Ja, das sagt die Ausdauer, nein. Dann ist schlecht. Wir müssen doch Ausdauer, ist nicht so gemeint. Das braucht man aber im Fußball, hab ich mal gehört. Ja, das habe ich auch gehört, aber das ist nicht so wichtig. Naja. Oder welche aufhängen gehen? Mach das. Jetzt haben wir drei. Mach mal schon, glaubt jetzt eh noch eine Stunde. So. Mhm. Ich laufe da nicht fünfmal dort hochgeführt. Nee, das ist Quatsch, das stimmt. Mhm. Noch nicht mal um 12. Mhm. Da habe ich ja wieder richtig lange geschlafen heute. Wie lange? Na, halb dreiviertel sieben oder wenn ich ins Bett bin, bis. Um 11 oder so, halb viertel 12. Ich glaube, ich muss nochmal pennen. Dann schlafe ich den ganzen Tag. Na, kann ich nie. Kann ich schlafen, wenn es hell ist? Nie aufgeschrieben. Ja. Ah, Physiotherapie. Was hast du? Ich krieg die Krise. Warum? Weil ich raus bin. So. Ja, so ging mir es aber auch. Das ist halt so nicht schön. Bist du mal, wenn du willst? Denkst du ja so, also. Weil ich hätte ja die ganze letzte Woche, na, hätte ich das kriegen können, sodass ich Donnerstag frei bin. Nee, wann kriege ich das? Freitag. Ich bedenke. Ja, aber nicht verarschen. Ist aber am Ende egal, wann du es kriegst. Ist immer scheiße. Ja. Vor allem, weil ich ja auch ein Mensch bin, der eine ganze Woche daheim sein kann. Ne? Also, für das Nächste. Mhm. Ich meine, die letzten Tage sind relativ schnell vorbei, aber. Wenn du dann da stehst und überlegst, was du machst, hast du die Wohnung schon übelst aufgeräumt und so. Ja. Dann denkst du dann so, ja, was machst du jetzt? Und dann tust du ein bisschen zocken. Das wird dann nur langweilig, das machst du dann. Genau. Im Grunde kann ich dir vorstellen, dass du nie alleine bist, aber wie das für mich war, ich war die ganzen 10 Tage alleine, ja, logischerweise. Hm. Das bekloppt. Ja, ist logisch. Du kannst ja wenigstens noch ins Lohr-Schrein gehen. Naja, die letzten Tage konnte ich dem Moni aufs Schrein gehen. Warum nicht?
Oder wer dem nur gepennt hat. Dann ging es gar nicht. Du musst ihn aus dem Nest hauen. Nee, das macht man nicht. Ne, da werde ich aufstehen. Der verpasst ja auch nichts, wenn er jetzt liegen bleibt. Da war ich aber vorhin so nett mal und habe seine Playstation wieder angesteckt, weil er mir eigentlich gesagt hat, dass der zocken will. Hm. Bis jetzt hat er noch nichts gemacht. Okay. Übelst du. So, die von meinem Bruder angesteckt lassen können und hätte selber zocken können. Ist das schnell angesteckt? Ey, ich muss jetzt nochmal pennen, ey, ich breche jetzt durch. Mach das. Ja, bis später. Tschüssi. Ja.
Egal, die müssen eh nächste Woche gemacht werden. Darf ich ihre Haare einführen? Steck sie dir in dein Poloch? Wickel sie dir in deinen Penis? Freuen wir uns alle drüber. Vor allem der nette Mann freut sich darüber. Hast du schon nach Verbindung geguckt oder läufst du hoch? Läufst du hoch? So. Was? Yeti, lecken Sie Ihre Brust? Hast du gehört? Brauchen wir noch eine? Nein, ich liege nicht meine Brusthaare. Sie hat geschrieben, Yeti, lecken Sie Ihre Brusthaare. Wir sollten ja, nicht mehr so reinhalten. Ich muss schlafen gehen. Yeti, Behaarung. Wo ist meine Jacke? Oh, geil. Warum tut ein Dummheit so weh? Kann das mal jemand verraten? Yetis Sackbehaar. Kannst du die Kommentare sehen? Nee, das letzte war Yeti-Behaarung, was ich lesen konnte. Darf ich die fragen? Was denn? Also kannst du die lesen oder nee? Darf ich die Fragen, habe ich gelesen gerade, ja. Gut. Weil manchmal kann ich die Kommentare, nämlich zum Beispiel, wenn ich bei anderen live bin, nie lesen. Manche sehe ich nie. Hat bei Nancy auch heute das Problem. Was? Nee, ich habe eben noch nichts gegessen, das ist das Problem. Ja. Aber auch nicht so schlimm. Warum stinkt ein heißes Wasser so? Hallo Nico. Dunkel. Hallo, komm. Ich möchte ihre Haare verspeisen. Welche Haare? Keine Haare. Marmorkuchen. Kommst du? Kommst du, alter Mann? Ich lese so kurz ein. Kannst du die ganze Zeit mit deinen Haaren sein? Ich weiß es auch nicht, was der mit unseren Haaren will. Was hast du? Oh, ich bin müde. Was ist denn schon eine Toppe? Ich hab mir doch nur eine Goldie genommen. Das weiß ich doch nicht, Mensch. Juri. Ja. Juri. Sei froh, dass ich jetzt den Mackie sage. Bist du ein Raub oder was? Oh, ich mich auf. Ach, die. Die haben alle so ein Problem. Hallo. Der Haarfetisch. Was soll denn ihr Essen so heiß? Ich weiß. Ich hoffe, du verbrennst dir das Maul. Das ist eine Fresse. Es Fotze. Was? Licht? Ja, schon gehört. Hier, guck mal. Was denn? Boah, mit den Fotzen. Was? Was sagst du? Nichts. Ja, ich verstehe dich nicht, wenn du 3 Kilometer wegstehst. Die schlafen. Die Kahlheit. Oh, nee. Welche Karlheit auf meinem Kopf oder was? Dauert nicht mehr lange. Oh.
Ups. Guck mal, geht das dann bei euch auch so? Hallöchen. Ups. Vanessa? Ja, Vanessa. Oh, du Drecksau. Max, ist das bei dir auch so? Was denn? Ist das bei dir auch so? Was? Was denn? Dass es einfach so rauskommt. Jetzt will ich es nicht genau wissen. Ja, hätte ich mal einen Hassanwalt fragen müssen. Was? Was machst du da? Ich bespritze meinen Kuchen. Glasur oder was? Ja. Okay. Aber zweideutig nennen, oder? Ja, zweideutig. Klar. Ach so, ein Quatsch. Hier denkt niemand zweideutig. Doch, du musst. Kommst du da raus? Das ist eine versaute Schweinemann. Nehmt euch in Acht vor dem. Nehmt euch in Acht vor dem, ey. Nö, nö. Der verspeist eure Haare. Schön mit Wichse verschmiert. Halt doch die Fresse mit deinen Loten, Alter. Geh zu einer Kuh und frisst ja ihre Katzenhaare, Alter. Ich bin gerade zwischen Ernst und Zeller und der Blattkuh und Pflanze. Nancy, gib dem Typ mal deine Haare, Alter. Nee. Damit er mal ruhig ist hier, da kann er die fressen. Weiß ich nicht. Ich glaube, der heißt Max. Kann ich sagen. Ja, das ist der Max. Was? Der heiße Max. Wir gewinnen. Auf der ist müde, Mann. Der geht nicht nach Hause. Nee, mein Freund hat gerade gefragt, wer du bist. Hab ich gesagt, du bist der Max. Ich hab schon mal Energy von mir mit. Ja. Das stelle ich für die nächsten 3 Jahre mehr. Der Max, der besitzt mal ein Auto, Idiot. Da wohnt was hast du? Du besitzt mein Auto, da wohnt jetzt der Oktopus drin. Ich besitze mein Auto und das wird auch so bleiben. Wenn es besser. Da wohnt jetzt aber mein Oktopus drin. Ja, der Oktopus lebt da drin, ja. Na nun, also. Kriegt er dann die T-Shirts. Was mein Halsumfang beträgt derzeit für 51 cm. Ich trainiere ihn jeden zweiten Tag. Schön, und wenn du deine Eier jeden zweiten Tag trainierst, das interessiert doch keinen. Wenn du so ein Haarfetisch hast, dann... ich hab meistens einfach nicht einfach ficken. Was? Wer will ficken? Ne? Auf dem T-Shirt steht drauf, na, steht hier eine Melone drauf, na, also über aufs Turnier, na, steht ein Sieger drauf, von der Clan-Name. Halt, Junge, wer zum Teufel ist denn das? Ich hab keine Ahnung. Der will meine Haare essen, der will ich Max seinen Bart wichsen, der will Max seinen Bart lecken, der will Max seine Brusthaare lecken, der will alles. Nee, da ist immer drin, da schreibt irgendeine Scheiße rein. Ich esse jetzt Kuchen, bin ich. Ich hoffe, du wirst fett. Ich hab grad geruchtet, Schatz. Da war streiten. So, wir gucken jetzt, wie der Kuchen aussieht. Ja. Da komm ich nicht angucken. Schatz. Komm mal zurück, der himmelt sich an, Mensch. Ja, himmelt wen an? Nee, mein Freund, weil wir himmelt mein Kumpel ja an. Gottes Wille. Ich habe heute einen Kasper gefrühstückt. Prost. Na, willst du was sagen? Nee. Na, bleibst du mal hier. Du kannst dich auf die Couch legen. Nee. Der Boot ist groß genug. Ich habe noch ein Schlafzimmer, so was nicht. Ich brauche mein Bett, das ist halt hoch. Du
Dann schläfst du im Bett, dann schlafe ich mit meinem Bett auf der Couch. Ich muss jetzt auch sagen. Nicht mehr, ich würde hier schlafen. Nee. Hast du Angst, dass ich anmale oder selbst mache? Nee. Hast du mal das Screenshot gemacht? Naja, was ist das? Da hab ich nicht gefilmt, da waren wir live und da hab ich das Screenshot gemacht. Wo du fast eingepennt bist. Das ist so leicht. Das Wetter ist wunderschön. Deine Herren sind wirklich. Ja, das wird schon. Du Spörner. Hat er noch was zu sagen? Ich weiß nicht, mehr. Parasiten, Lebensform in Darm. Junge, fick doch deine Seppi, Alter. Mach dich raus. Was ist mit dir, Mensch? Mach dich raus hier. Oh, guck dir den Kuchen an. Was ist denn das für eine Füllung, Abwehr? Ich habe den Teig gefärbt, rot. So, ich kann es sagen. Das ist die Mannessaftfüllung. Oh, Digga, hält Bruder, das ist gut, Alter. Mietzi. Warte mal. Geh mal weg. Warte mal. Was ist schon verfitzt? Komm hoch. Ab. Abmarsch. Warte. Peace. Max, der Max hat eine neue Freundin. Hab ich gar nie. Oh, hallo. Gönn dir. Lass dir nicht einreden von der. Die ist einfach. Hast du jetzt auf den Händen eine Polterfrau? Die Gutfrauen ist eifersüchtig. Ich darf nie eifersüchtig sein, aber ja. Ja, Max, ich hab heftigen Samenstau, darf ich mich euch anschließen? Mach ihn doch einfach raus. Der wollte Max seine Brusthaare lecken. Der wollte Max sein Bart einziehen. Er wollte in meinen Haaren wohnen. Junge, könnt ihr mir nichts Schöneres vorstellen? Oh, blieb das echt einfach. Junge. Nancy, warum bist du rausgegangen? In Dresden war eine Maskenschlägerei, warst du dabei? Nee, in Dresden war eine Maskenschlägerei. Wo? Gestern war eine Maskenschlägerei in Dresden. Wo? An der Lingner. Hm. Hm. An dem Skatepark. Ja, warst du dabei, ne? Warst du dabei, hast du schon mitgeboxt? Ja. Ausgezeichnet. Hm. Aber da waren wir, glaube ich, noch unterwegs zusammen. Also davon müsste ich was wissen. Tod von Mozart. Ach Junge, geh doch deine Mutter ficken, Mensch. Kann man das nicht trinken? Trinken, was für ein Tobi, meine Sonne. Du kippst da auch noch? Bist du doch schon schwul geworden? Na, beim Tobi ist es was anderes. Spaß, chill doch. Das hat nichts mit schwul zu tun, beim Tobi ist es was anderes. Ja, Mensch, ist doch gut. Auf diesen Mann lasse ich nicht kommen, das ist ein absoluter Ehrenmann. Bruder, entspann deine Nackels. Alles gut, aber das ist wirklich einer der besten, die ich kenne. Wirklich. Ja, der ist besoffen. Wer ist besoffen? Ich nie. Nee, gar nicht. Ich muss ja am Leben bleiben. Ich hoffe wirklich, sein Auto ist bald wieder auf der Straße.
Ich will dieses Auto wieder hier sehen und hören. Was denn für ein Auto? Vom Tobi, das Auto wurde stillgelegt. Was wurde mit dem Auto? Ein VW Bora, musst du mal gucken aufs Bild. Was ist denn damit passiert? Stillgelegt vom Garschke. Okay. Ja, aber vollkommen zu Unrecht, meiner Meinung nach. Hm. Die ganzen Sachen wurden nicht mal belegt, richtig. Hm. Wir haben keine Zeit, ne? Ähnlichen Dingens. Nö, wir haben keine Mixer. Was ist denn das sonst? Okay, na, ich habe gesehen, dass ein Cosplay steht in der Halle. Hat die Lilly mir heute geschickt. Das ist doch kein Mixer. Nein, ein Mixer ist das Ding, wo du was reinschickst. Ah, ja. Sag mal. Stimmt, das ist ein Handmixer. Nee, ich habe das auch Mixer. Das ist ein Mixer, oder? Google ist Handmixer. Google, mal Mixer. Das ist ein Mixer. Doch. Nein, das ist ein Mixer. Nein. Okay. Mixer, was? Ich ziehe der Giraffe den Darm aus dem Po und benutze ihn dann als Giraffendarmkonto. Der Yeti ist doch hackedicht. Och, nennt den bitte nicht so. Und nee, der ist nicht dicht. Das sind doch gar nicht richtig schön. Ich bin nie dicht, ja, das stimmt. Also nee, ja, die Dinger, die sind hier schön. Ach, Robert, der wollte den nicht ausfallen. Den hättest du reingemacht. Ich brauche nur einen. Ja, Tobi, wenn du die Tage mal in Freital bist, lass mal treffen. Nenn mich doch nicht so, du Gesicht. Das ist nicht mein Name. Du Gesichtsgulasch, Mensch. Das ist nicht sein Name. Ja, musst du mir sagen, wann du mal Teil hast. Da könnte man dich mal treffen. Ich weiß ja nicht, wie du arbeitest die Tage. Kannst du mir ja mal privat schreiben. Du musst dir so ein Schild umbinden. Er möchte so einfach nicht mehr genannt werden. Das hat er schon im Traum. Weil das nicht mehr mein Name ist, weil das Schmutz ist. Ich habe meinen Namen hier nie umsonst geändert bei Instagram. Das hat er schon jetzt ein paar Mal im Live gesagt. Und wir sagen nie alle zum ersten Mal jetzt. Ja, sind immer neue. Das sind ja immer neue Leute, die das immer wieder schreiben. Ja, oh, nicht mal eine Schüssel ist frei, sag mal. Nee, Mama. Na, aber Hasi, manchmal sind es auch die gleichen Leute. Ja, aber der Mensch, der das hier geschrieben hat, das ist wieder ein anderer. Ja. Jo, wurscht, aber. Das ist nie mein Name, du darfst mich weiterhin zu nennen, dann ist die Anzeige. Freiflug. Anzeige ist raus, ja. Genau. Fangen Sie den Erzfeind ein. Also, Kunde, hat deine Mutter dich im Bett verloren? Das ist mittlerweile der Erzfreund. Fick dich selbst. Der schläft, geh nicht rein. Juri, der Sturz. Ja, genau das. Bekommen so viele Haare im Gesicht wie du. Das sieht so sexy aus. Alter, haben die alle irgendwie ein bisschen Scheiße im Kopf? Kriegen gleich mal alle mit dem Pfeil. Ja,
Warum soll das Robert machen? Weil das heute war seine Aufgabe wert, der ist fertig. Also müsste der Robert morgen mal machen. Der ist heute noch fertig, heute. Ja, aber noch macht das aber auch niemand. Doch, doch, das wurde schon mal gesagt, dass der Kind das immer noch machen soll. Der Robert hat doch selber gesagt, dass er das morgen noch macht. Ja, aber er hat es mir gesagt, er macht das nicht. Und ja, hat er gesagt, er macht das dann. Er morgen noch. Ja, ich bezweifle, dass er das machen wird. Der magere Barkeeper. Schon wieder hin. Und sag mir, dass wir Kinder mehr haben. Ich hab den jetzt mal geschmissen. Junge, wohnst du im Zillertal? Das freut mich. Nee, mein Problem. Ja, dass die Kinder noch wieder Zillertaler? Nein, die waren hier oben drin und die sind leer. Die Spülmaschine. Thank you.
wieder. Kampf. Ich muss noch Zähne putzen. Zähne putzen. Nancy, warum so ausgegangen? Ich hab mir noch ein Bild gebracht. Machst du? Nancy? Nancy, komm mal rein. Komm mal rein. Kommen Sie einfach rein. Nennen Sie, komm mal rein kurz. Die Nägelfrauen haben geschrieben, wir könnten beide 15.15 Uhr zusammen kommen, wenn wir das schaffen. Wenn wir das nicht schaffen, dann kommst du 15.15 und ich 15.30. Aber am Freitag. Schaffen wir das beide, dann könnten wir 15.15 beide zusammen hin. Am Freitag? Oh nee, ist jetzt rausgegangen? Oh. Mann. Ja, am Freitag. Am Freitag. Am Schnegel 15.15. Entspannt. Ja, warte mal, ich ruf die mal kurz an. Jetzt hier aus meinem Live. Ich würde auch mitkommen, aber wenn du mit ihr gehst, dann passt das schon. Komm doch mit, Alter. Komm doch mit. Okay. Du hast gesagt, du hast ja keine Zeit, Alter. Bist du heute? Habe ich dir vorhin am Telefon erklärt. Habe ich dir vorhin am Telefon erklärt, dass ich doch zu Hause penne. Also brauche ich auch nicht mit dem Auto fahren. Nancy, hier, warte kurz, die Nageltypis haben mir geschrieben, wir können, wenn wir es schaffen, beide 15.15 kommen. Ansonsten ich 15.30 und du 15.15. Schaffst du 15.15? Ja, ich hab dir das geschickt, was die mir gerade geschrieben hat. Dann schaffe ich das auch 15.15. Nee, dann ja, schreibe ich dir das, dass ich auch 15.15 komme, weil dann kriegen wir nämlich sogar Rabatt. Okay. Wieso kriegen wir da Rabatt? Weil wir dann zu zweit kommen, dann gibt es 5 Euro Rabatt. Gesichtsrabatt. Okay. Ja, gibt es 15. Dominik hat ja gesagt, dass er mir arbeiten muss. Okay, dann kommen wir halt beide 15 Uhr. Okay.
Ja, du bist einfach aus meinem Live rausgegangen. Ich wollte es gerade sagen. Ich komme auf 15:15. Okay. Gut, ja. Ich habe dir jetzt geschrieben, dass wir beide 15:15 kommen. Okay, Gudi. Dann schlaf, Gudi. Bis späti. Ja. Nägel. Welche nimmst du eigentlich nun? Naja, die du mir geschickt hast, haben die gesagt, die können das nie so machen. Also mit dem Muster, das geht nicht. Das kriegen die nie hin. Deswegen musste ich mich jetzt für andere entscheiden. Leider. Danke. Tut mir leid, die haben gesagt, es geht nicht. Ich habe mir so eine Mühe gegeben, das auszusuchen. Jetzt nehme ich die. Ich hätte die auch machen können, die Nägel. Guck. Ja, so schick. Hast du dir jetzt eigentlich mal ein paar Nägel ausgesucht, Nancy? Ja. Gut, jetzt bis Freitag. Wenn du nächstes Mal von mir Nägel aussuchen lässt, dann mache ich dir die Nägel einfach. Okay. Dann können wir die so machen, wie ich die ausgesucht habe. Oh, ich freue mich. Hier, Mutti, kriegen wir das vielleicht hin, dass du unter Chris 14:30 vielleicht bei mir an der WG sein könntet, weil ich habe den Nageltermin jetzt auf 15:15 vorverlegt bekommen, weil ich mit einer Freundin zusammengehen will. Wir wollen beide zusammengehen und da haben die gesagt, da müssen wir schon 15:15 kommen. Genau, deswegen. Das wäre ganz praktisch, wenn ihr da vielleicht schon 14:30 da sein könntet. Hier bei mir an der WG und die Lia direkt in Empfang nehmen könnt. Oder eigentlich schon eher noch sogar 14:15. Oder so. Okay, gut. Okay, gut. Willst du Überlänge oder normale Länge? Wenn ja, dann kostet es nur extra Überlänge und dann der Preis. Der ja, genau. Na genau, ich habe zum Beispiel Überlänge. Ich will es aber. Ich habe ganz lange gebraucht, um mir meine Nägel auszusuchen. Ich habe die erst kurz vor der Angst gehabt. Ja, nee, genau. Ich habe zum Beispiel mit Überlänge. Also ich habe Überlänge. Da muss ich immer 5 Euro extra bezahlen. Aber ich habe denen jetzt gesagt, dass wir dann zusammen 15:15 gehen. Entspannt. Ich habe auch Überlänge. Du bist auch eine Überlänge. Ja, so wie auf dem letzten Bild geht auch. Deine Freundin will auch weiterkommen. Dann müssen wir beide. Warum schaffst du das, sonst kommst du? Dann würde ich es gerne so haben wollen, wie auf dem letzten Bild. Und wie gesagt, ja, wir müssen mal gehen. Ja, wie kommt das? Oh, die sind so schön. Jo. Oh, weil wir die dann auch so spitz sind. Oh! Nächstes Mal gebe ich mir keine Mühe und suche nichts raus. Ich habe denen das geschickt. Wirklich. Hier, ich glaub dir das schon. Ich habe denen das geschickt. Und da haben die so geschrieben, passt, aber das Muster ist nicht möglich. Wir sagen dir gleich, dass es nicht so werden wird. Und das ist scheiße, wenn die Nägel zwar so machen, aber nie das Muster, weißt du? Weil die nichts können und davon ganz schön viel. Das sind Schlitzis, Hase. Ich weiß, das sind miese Schlitzaugen. Weil ich hatte dann erst noch die. Ja. Aber da haben die auch gesagt, könnte schwer werden mit dem Muster. Deswegen habe ich mich jetzt für die entschieden. Die sind doch geil, guck doch. Verdammt, die Schlitzaugen. Die sind sexy. Die sind. Miese Beine. Da kriegst du einen Orgasmus bei den Nägeln. Adlerson Pictures. Da kannst du mich ja am Samstag piesacken. Oh ja. Oh ja. Kann ich machen. Okay, machen wir so. Jetzt geht die wieder live, die Nancy. Ich freue mich so sehr auf meine Nägel. Junge, ja. Ich freue mich auf meine Nägel. Ich werde mir den Strick nehmen. Ich werde mir den Strick nehmen, habe ich gesagt. Weil ich noch 2 Stunden warten muss. Kann nur länger sein, weil wir ja zu zweit sind. Ja, ich muss dann flüchten, so um 5 Uhr muss ich bestimmt flüchten.
Warum? Ja, Fußball. Oh, scheiße, auf deinen Dreck Fußball. Da brauchst du aber auch gar nicht mitkommen, weil wir 15:15 Termin haben. Ich leiste der Rotzengesellschaft euch. Da ist euch Gesellschaft, bis ich los muss. Besser als nichts, oder? Henry. Besser als nichts, oder? Ja. Dann hörst du auf Henry, das macht mich absolut glücklich. Frau S. Punkt. Herr Sexgott. Ich. Ibims Sexgott. Diesen Namen werde ich bei Instagram eingeben. Mach das. Das. Genau das. Mach das. Voila, ja, das. Zeitnah. Mach jetzt sofort. Nee, das, mach jetzt. Ich kann das nie ändern. Das kann man nur ab und zu machen. Also nur immer im Jahr, glaube ich. Ich habe doch meinen Namen erst geändert. Frech. Wer ist frech? Ja, genau das. Oh, ich freue mich auf meine Nägel. Oh, die sind doch so sexy. Du kriegst Orgasmus, Bruder. Ah, kriegst du eine feuchte Schlipper. Guck doch. Ja, guck mal, der ist abgegangen wegen der Kleen. Junge, ich bin zurückgekehrt. Welch Ehre und das geteilt wird. Bitte geh bitte wieder aus diesem Live. Bitte geh dein. Mach dich raus hier. Geh raus mit den Viecher. Geh deinen Darm entleeren, Bruder. Junge. Na, das ist schon. Und es macht mich so glücklich, wenn ich meine Nägel bekomme. Oh! Ich hab zu viel gezogen. Genau das. Junge. Junge. Ey, lass mich. Was atmen Sie Ihre Brustbehaarung? Das heißt, lecken Sie Ihre Brustbehaarung? Nein, liegen Sie Ihre Brustbehaarung. Aber ich meine, ich werde ihr nichts zeigen in diesem Live-Video. Fickt ihr einfach alle, ihr Schweine? Was wollen die alle mit deinen Brusthaaren, Alter? Lass die doch in Ruhe. Weißt du, dass du die gestern gesehen hast? Ja, und? Denkst du, das juckt mich? Für mich aus Uni, aber trotzdem. Na, Mutti, das Problem ist, wenn ich die Lia euch zur Zwingli bringe, 14:45, schaffe ich das nicht, 15:15 beim Nageltermin zu sein. Und damit ich mit meiner Freundin gehen kann, müssen wir beide 15:15 da sein. Ansonsten sie 15:15 und ich 15:30. Und ich will aber mit ihr zusammengehen, weil dann bezahlen wir weniger. Das ist total erotisch. Wir bezahlen weniger, wenn wir zusammengehen, weil wir dann hier Rabatt kriegen. 20 Finger Rabatt. Deine Eier. Was? Nee, meine Mutter nie. Meine Mutter kriegt das nie. Jedi, darf ich mich euch anschließen? So herrscht ein wilder, intensiver Dreier. Nein! Und nochmal, nennt ihn. Das sind doch schon drei. Die beiden Frauen und ich. Och, meine Nageluschis, die sind so süß. Die freuen sich auf mich. Oh. Genau das. Willst du auch ein paar Nägel haben? Ey, Vanessa, der Max hat sich entschieden, sich Nägel machen zu lassen. Gehennägel vielleicht, ja. Gehennägel wolltest du. Nee. Keine Nägel. Weil das wird wieder teuer, Alter. Ich muss 5 Euro extra bezahlen wegen Überlänge.
werde sterben. Warum? Maniküre? Wenn du mich mit deinen Nägeln piesackst. Ich werde dich piesacken, du. Ich werde sterben. Ich wollte wirklich nie wieder nach Freital, aber sei froh, dass ich das wegen dir tue. Ehre. Ich werde dir einen wundervollen Aufenthalt bereiten. Ja. Wehe, nee. Kannst du dich drauf verlassen? Ja, mach ich doch. Hi. Hallo. Hallo. Ja, dich gerade nicht gehört, weil mich Max nicht verstanden. Nein, die haben dich nie gehört. Ja. Die hat ja auch Lust. Bist du noch wach? Weil die auf dem Sofa. Hi, Max. Weil die auf dem Sofa. Ich wollte nur gerade sagen, warum schläfst du noch nie? Du musst auf dem Sofa schlafen. Warum? Weil ich der ihr Bettzeug heute waschen musste. Darf ich sie fragen? Was denn, Junge? Hier, das sind Max seine Nägel. Vor allem, der ist mit dem Livestream drin, dieses dreckige Maul, das er die Fresse hat. Wer ist im Livestream drin? Der Toni, der zockt gerade mit dem Danny. Achso. Der will bestimmt deine Brusthaare wieder lecken, der Typ. Nee, der Devil will meine Brusthaare sehen. Ja, von dem rede ich ja. Nein, los jetzt. Keine Brusthaare. Keine Brusthaare. Ja, Stangen. Du Scheiße, Toni, Alter. Wann treffen wir uns eigentlich zwecks der Übergabe meines Schnapses? Ja, aber Mutti, wenn ich dir erst halb drei bringe, schaffe ich den Schnaps zum Nageltermin. Das muss ich dir mitnehmen und du musst ihn in der Uni. Na, wann hast du mal Zeit? Immer. Na, das sagst du so, aber letztes Mal warst du Uni da. Ist einfach nach Dresden geflüchtet. Ich bin nicht geflüchtet. Nein, dann bitte noch an die Ruhe kommen, bitte. Also nee, weil ich noch den Buch habe und weil ich noch was? Den zurückgeben wollte, eigentlich. Hört mir den an. Hatte ich schon längst vergessen. Okay. Mama, kannst du mal Joko kommen, bitte mein Schlaf Joko. Ich hab den Schnaps aber nie vergessen. Ich weiß, dass du den Schnaps nie vergessen hast. Ich denke jeden Tag an den Schnaps. Ich konnte ihn eh nicht trinken. Ich denke jeden Tag an den Schnaps und meine Red Bulls fehlen mir auch noch sehr. Die gibt es nämlich nicht mehr zu kaufen, weil es ist jetzt eine neue Edition draußen. Der Aprikose. Klar gibt es die noch zu kaufen. Also ich habe ihn jetzt nirgendwo mehr gesehen. Ich hätte nur noch den Aprikosen, den ganz neuen. Doch, ich frag Mami. Und ich habe aber gerade zweimal Nein gesagt. Dreimal Nein. Du kannst morgen früh einen Joghurt machen. Was? Oh ne, nie wieder Darm entleeren. Komm, Lofe! Mach dich raus hier. Aus mit den Viecher. Übertreib mal deine Basis in Alba. Ich hab jetzt mal, dass ich die Schicker kommen. Ich muss mal ins Neste gehen, ich hab Frühschicht. Geh mal pennen. Zeitnah. Okay. Oh, na, mal rein. Was hat denn angenommen? Ja. Junge, ich hab mir heute so den Rücken verknackst beim Backofenputzen. Hab geheult. Sag ja, Arbeit ist nicht gut. Ach so, Arbeit ist gar nicht gut. Ich bin gestern eigentlich 14:06 mit dem Bus. Und, genau, da kann ich die Lia dorthin bringen. Das geht. Guck mal, warte. Kann wir uns am Freitag dann treffen. Warte. Guck mal bitte kurz her. Guck mal kurz her, bitte. Warte, ich hab sogar noch was. Hast du eigentlich mein Bild schon gemalt? Nee, die ist in dem Mutter-Kind-Malbuch gerade beschäftigt. Ach so. Du musst es schon richtig rumhalten. Warte, und ich zeig's dir, was Mama ist. Komm mal kurz her. Geh mal kurz hin, Mama. Das hier ist meine.
Wieder über den Rand gemalt. Und das hier ist Mama. Warte, Mama. Das ist ein Marcel und meine. Das ist auch Mamas. Und das hier ist meine. Ja, du musst jetzt nicht das ganze Buch durchblättern. Ja, guck mal, das ist Mama. Noch Mädel und ich erschieße mich. Sag's euch, was es ist. Noch ein Weib halte ich nie aus. Echt nicht? Nee, es wird langsam mal Zeit für einen Jungen. Ja. Ey, mir tut der Rücken so weh, ich kann heulen. Ja, da bringe ich sie dir flott, da bin ich 14. 10 circa bin ich an der Zwingli, bringe sie dir. Da musst du auch vielleicht gleich die Tasche bitte machen. Ich muss noch Mami, ich muss noch nicht. Ey, wenn du mich Samstag abholst, ne? Müssen wir noch klären, wann, weil ich gehe nämlich am Samstag noch meinen Bauchnabelpiercing stechen. Ich kann auch mitkommen. Ich habe 2. Ich will auch eins, aber da bin ich schwanger geworden, als ich wollte. Ich kann auch mitkommen, dann können wir das Leid zu mir machen. Ich kann dir das auch stechen. Ich kann es auch machen, ist kein Problem. Oh. Mit dem Zirkel. Eigentlich wollte ich es mir auch selbst stechen, aber ich hatte zu große Angst. Ich habe noch einen Zirkel daheim, das geht schon. Das oben habe ich mir selber gestochen und das unten habe ich stechen lassen. Nee, wann gehst du zum Bauchnabel-Piercing-Stechen? 36. Bei so Na, weiß ich noch nicht. Mein Onkel, der wollte mir am Freitag nochmal Bescheid sagen, weil... Ach, dein Onkel macht das? Nee, der hat den Termin für mich gemacht. Wir gehen ins Kugelhaus. Ach so, nee, musst du mir Bescheid sagen, dann komme ich auch mit, kein Problem. No. Samstag bin ich frei. Mama, wie? Die heißt immer noch Yassi. Yassi, guck mal, Max und Yassi. Die raucht jetzt. Ah, sowas machst du schon? Oh, wei. Nee, muss ich mir Bescheid sagen, dann plane ich mir das ein. Ja, ich sag dir am Freitag Bescheid. Ich frage ihn am Freitag. Ich bin eh zu Hause, nur, das ist kein Problem. Ja gut, da treffen wir uns 14:30, weil 14:30 ist meine Mutter. Machen wir so, treffen wir uns 14:30. Nein, räum mal jetzt bitte auf. Genau. Was Zeit? Bin ich mit dabei am Freitag? Ich habe meine neue Traumwohnung gefunden. Echt? Wo soll die sein? In Wilsdruff. Du wirst nicht einfach nach Wilsdruff ziehen, oder? 5 Raumbude, 116 Quadratmeter, richtig geil. Ja, ist geil, aber willst du echt nach Wilsdruff ziehen? Naja, früher oder später muss ich umziehen, das wird sonst zu eng. Aber Wilsdruff ohne Auto, das ist schon ein bisschen wild. Ach, meine Lehrerin ist so, hat ohne Auto in Wilsdruff gewohnt. Kannst du mal aufhören, mich mit deinem Stift zu schlagen? Zeitnah, mein haariger Freund. Kannst du dann, musst du 2 Tandems kaufen, da könnt ihr alle mit dem Fahrrad fahren. Also treffen wir uns 14 Uhr. Wieso 2 Tandems? Also 14, 10. Na, auf dem Tandem passen du 2 Leute drauf. Naja, wir sind dann zu 5. Na, und eins auf dem Sattel, einen Sitz auf dem Sattel nochmal, auf dem Lenker nochmal. Ja, dann guck nochmal. Es gibt für Kleinkinder so einen Sattel für einen Lenker. Das ist ein Augenstift. Aufzumachen. Null. Dann treffen wir uns Freitag 14:30. Du malst jetzt nie mit dem Buntstift. Du hast gerade angemalt. Zum Glück nur ein Buntstift. Die wollte ich schminken. Ja, hat sie doch gesagt, Augenbrauenstift. Mit dem Edding muss es machen. Da lohnt sich wenigstens wirklich. Mit dem pinken Edding. Habt ihr keine Fantasie? Klar, blühende Fantasie habe ich. Du sag mal, Max, weißt du was Genaueres, dass bald wieder Heinsberger Kirmes stattfinden soll? Das ist die Gesichtskirmes, ja. Da trifft sich alles. Das war letztes Jahr schon furchtbar, wenn man dort klein nebenan arbeitet und du siehst, es ist Elend. Okay. Junge. Ja, weiß ich. Nee, ist dieses Jahr wieder, aber das ist erst im Sommer. Warte, jetzt wird ein Tag. Jetzt wird ein Band. Also ein Kindertag. Ach so. Doch.
Ja, hey, wieso soll ich das jetzt Max fragen? Wie kommst du jetzt darauf? Weil dann dauert es wieder 500 Mal, bis ich welche gefunden habe. Hier, kannst was du aufhören damit? Mal. Das sind Tattoos, Mann. Nein, ich freue mich so sehr auf meine Nägel. Frag mal. Ich soll dich fragen, was für Arbeitsplätze ihr gerade momentan sucht, weil der Hedrich am 4.4. bei euch anfängt. Alles. Alles. Also der Hedrich, ich weiß, dass ein neuer bei uns anfängt. Ich wusste nie, dass es der Hedrich ist, aber der wird definitiv in die Produktion kommen. Ich minken still. Der wird in die Produktion kommen, da wo ich auch bin. Weil Lageristen haben wir nie eingestellt. Und Elektriker und Schlosser auch nie. Also er wird dann in die Produktion kommen. Aber generell suchen wir auf allen Arbeitsplätzen. Wow. Welcher von Hedrich? Sebastian oder was? Okay, nee, der wird in die Produktion kommen wahrscheinlich. Entweder zu mir oder zum Kollegen nebenan an dem Anlage. Ich hoffe, Anlage. Der kommt zu dir, da kannst du mir gleich erzählen, was der für Dummheiten anstellt. Da kann ich mich zu Hause kaputt machen. Ja. Wann fängt er an? Ja, 4.4. Dann wird er entweder zu mir kommen, weil ich habe da Frühschicht, oder er wird zum Kollegen nebenan kommen. Das wird lustig. Oh, der kam letztens wegen seinem Fahrrad. Oh, da hat er sich erst vorne einen Platten gefahren und dann hinten. Oh, Junge, ich war so sauer. Ja. Vierten, nee, da hab ich Spätschicht. Ich weiß ja nicht, was er für Arbeitszeiten kriegt, aber da habe ich Spätschicht, also theoretisch. Ja, mal gucken. Räum den Stift jetzt bitte weg. Wenn du ein bisschen Interesse zeigst, kannst du in der Firma alles erreichen. Also, wenn er sich nicht dumm anstellt, dann bleib doch bei uns. Na, dumm nie, aber faul halt. Wir hatten auch schon Experten, die waren 2 Tage da und dann kamen die nie wieder. Der Hedi ist nicht dumm, aber der ist halt faul. Der faul ist der nicht, der hat nur eine... Da ist noch nicht der Einzige in der Firma. Das ist ein kleiner, naja, der hat so einen Ordnungstick, sag ich mal so. Ja, das ist aber gut, weil davon gibt es viel zu wenige bei uns. Ach so, und bei dir wohl nie, du hast keinen Ordnungstick. Bei dir ist das schon nicht ausgeprägt. Also, der hatte mal ein Auto... Der ist 3 Runden ums Auto gegangen und hat immer wieder geklingelt, ob alles zu ist. Wenn er einen Ordnungstick hat, da ist er bei uns gut aufgehoben, weil davon gibt es zu wenige. Da kann er sich austoben. Da kann er sich nicht austoben. Kannst du mal bitte auf den Tisch malen? Das ist ein Sofa. Hallo Evelyn, Ava, Katharina. Ich habe das hier alles abgezogen heute. Ich bin heute Abend um 20 Uhr. Wer ist dabei? Oh, Scheiße, Kinder. Und ich hatte Moritz. Zum Glück bist du Kind, ne? Ja. Mädels sind lieb, nur wenn sie schlafen. Die Frau ist auch lieb, wenn sie schläft. Die Frau über dir. Was? Ja, genau, du. Was mit mir? Du bist auch nur lieb, wenn du schläfst. Halt mal deine Klappe. Die Caitlin geht mir auch zurzeit frisch auf die Nüsse. Warum? Oh, die kriegt Zeh. Also der hier oben, der rechte oder linke Zahn, da guckt jetzt unten so die untere Hälfte raus. Oh Junge, die hat so einen Riss geschoben. Na, das ist aber Schmerzen, glaube ich. Hast du keinen Beigetrink, den man in den Gefrierschrank tun kann? Hatten wir das nie erst letztens? Das bringt sowieso nichts. Das haut die weg und steckt sich irgendwas anderes im Mund. Ich kenne das bloß von meinem Bruder. Das hat er immer genommen. Die hat auch so einen Knall, die kannst du nicht mal mehr wickeln. Die dreht sich und mal. Oh, das geht mir so auf die Nüsse. Ich habe ja an der Wickelkommode an der Seite die Dinger dran, da dreht die sich auf den Bauch und dann räumt die mir die Dinger dort aus. Kinder sind was Tolles. Ja, könnte ich Schellen verteilen. So ist der. Handkante. Sagt die Evelyn heute zu mir, Danny, du hältst die Mama fest und ich ärgere die, okay? Ich zusammen habt ihr da einen Bilderhelm oder was? Ja,
Ja, das ist ein kleiner Verräter. Kann ich mir jetzt schon wieder vorstellen. Na, Abby? Jetzt schon fast rein, zeig mal deine Puppe her. Zeig mal deine Pipi. Ja, ich gebe dir gleich mal, dass dein Zimmer für die Ukraine ist, Fräulein. Na, meine Nichte hat ihr ganzes Mahlzeug abgegeben und so für die Kinder, für die Ukraine. Ist ja auch alles schön und gut, ne? Und seitdem die Evelyn, ja, das ist für die Ukraine und das ist für die, ist ja auch alles schön und gut, aber die übertreibt halt komplett. Alles für die Ukraine. Da bin ich in Heidi gegangen. Da magst du mir sein Auto an die Ukraine geben. Da bin ich ins Heidi gegangen, wollte Milchpulver holen. Da haben die ganze Babynahrung an die Ukraine gespendet. Ich bin so ausgeflippt. Ich habe die Verkäuferin so dumm gemacht. Ich so, na, was soll denn das? Ist ja alles schön und gut, dass ihr euch dafür einsetzt, aber die deutschen Kinder brauchen wohl nichts, oder was? Gehst du woanders hin? Gehst du ins Kaufland? Ganz bestimmt, nee. Oder in Rewe? Ja, am Rewe hatten sie es ja nicht mehr. Ja. Ist in Netto. Das Milchpulver für deine Schwester. Ja, haben die das nie. Netto. Nie? Nie. Wenn ich dort einkaufen gehe, haben die das nie. Kommst du vielleicht immer zu spät? Muss, oder gehst du das nochmal? Da musst du dir mal was zurücklegen lassen von der Elen. Ich bin ja, na, die Elen arbeitet ja nur 25 Stunden die Woche, also die ist so nicht so oft da. Das ist egal, ich kann trotzdem was zurücklegen, die hat 25 Stunden Zeit, ihr was zurückzulegen. Ich bin ja mal gespannt, wie lange morgen die Schlange vorm Aldi ist. Warum geht's morgen was denn sonst? Nee, aber das neue Red Bull haben die morgen im Angebot. Ach, Junge. Hilfe. Ich wollte mir das auch holen, überall ist das ausverkauft, die Scheiße. Hä, Hauptbahnhof, Rewe? Und bei den Tschechen gab's das heute nie, wo ich war? Frisch. Richtig schlimm. Boah, ich hab mal wieder so richtig Bock auf so ein schönes Stück Fleisch. Oh ja. Darfst du nie essen, oder was? Ich krieg's nie runter. So. Schon wenn ich das rieche. Und wenn du den Nektar haust und dann trinkst? Gesundheit. Der Danny hat heute Fleischwurst gegessen, ich hab was gekotzt. Geil, Fleischwurst, Beste. Ich hab schon richtig Entzugserscheinungen. Ja. Gemüse, das macht nie glücklich. Auf Dauer. Ich will euch ja nie ins Wort fallen, aber ich müsste jetzt, euch jetzt schweren Herzens verlassen, weil ich habe Frühschicht. Oh. Ey, Abby, schlag dir den Kopf auf und wir sind Freunde. Okay, dann gehen wir alle schlafen, oder wie? Könnt ihr das verkraften, wenn ich jetzt euch verlasse? Ja. Junge, was macht... Was zum Geier? Ich dachte gerade, das ist eine Schlüpfer. Ja, dachte ich auch. Nein, das ist ein... Wie heißt das nochmal? Haarband. Haarband ist das. Oh, ist da ein mit Schleife bin ich jetzt. Wow. Sehe ich aus wie ein Hippie? Steht dir? Passt dir? Kann ich aber nicht so mehr. Nee, ich muss mich gerade verlassen. Ich habe Frühschicht. Okay. Und irgendwie auf schlafen gehen. Guten Nächtiger. Schlaft gut, meine Friends. Aua, was machst denn du? Sag gute Nacht. Oh nein, nicht dein Name. Sag gute Nacht. Nein. 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 Genau. Schlaf gut. Tschüss. Tschüss.